meine Lieben. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich hier ein Päckchen gerade hier stehen vor mir. Ja, das kam eigentlich am Samstag schon, aber Samstag war ich ja mit meinem Freund in Coburg shoppen. Und da war ich nicht zu Hause, deswegen musste ich es jetzt gerade eben bei der Post abholen. Und ja, kurze Vorgeschichte. Und zwar, ich bin in Facebook, also in diesem Päckchen ist weder was von Ever After High noch von Monster High, sondern was von Dragons. Drachenzwiebel leicht gemacht. Und zwar, ich bin in Facebook in zwei Gruppen drin. Die eine heißt Drachenzwiebel leicht gemacht, die andere heißt Dragons, die Reiter von Berg, glaube ich. Und ja, und in der einen Gruppe hat eben eine ein Bildchen gepostet mit dem, was hier drin ist. Und zwar hat sie darüber geschrieben, dass sie halt eben Geburtstag hatte. Und sie hat für ihre Freunde online eine Liste erstellt, was sie sich halt alles so wünscht. Die Freunde haben sich aber nicht abgesprochen und deswegen hat sie jetzt was doppelt gehabt und das hat sie eben dann in der Gruppe verkauft und ich habe es mir gekrallt. Ja, genau, und das hat sie jetzt, es kam am Samstag an, aber ich war ja nicht da, wie gesagt, und deswegen habe ich es gerade geholt und ja, schauen wir doch mal rein. Ich freue mich. Ich bin ein kleines Kind, ich liebe es, Päckchen aufzumachen. Mache ich echt total gerne, könnte ich den ganzen Tag machen. Das wäre voll die beste Beschäftigung überhaupt für mich. Oh. So. Es ist offen. Ja. Und zwar ist es, was ich übrigens schon länger haben wollte, aber jetzt in Amazon ist der so teuer. Und ja, und es ist ein Ode-Zahn-Plüschi. Ja, das ist er. Oh mein Gott, ist der süß. Ja, der ist voll goldig. Ist sogar noch das Schildchen dran, hat sie dazu geschrieben. Und ja, ist der nicht süß? Oh mein Gott, ich habe endlich einen Fuß, mit dem ich kuscheln kann. Ja, freue mich tierisch. Und ja, das ist er. Ist der süß. Ja, genau. Das war es eigentlich schon, das wollte ich euch eigentlich nur zeigen. jetzt zeige ich noch was dazu, und zwar wegen dem Sailor Moon Crystal Buch. Da werde ich jetzt gucken, dass ich es die Woche schaffe. Ich habe es letzte Woche überhaupt nicht geschafft. Immer zu kommen irgendwas dazwischen. Wenn ich gedacht habe, ich habe irgendwie mal frei oder mal meine Ruhe, kam wieder irgendwas dazwischen. Oder wo ich gerade das Review machen wollte, kam irgendwas dazwischen. Also immer zu war irgendwas und das hat mich schon echt tierisch genervt. Und ich schaue echt jetzt, dass ich das Review endlich mache, weil es sich ja so oft gewünscht wurde. Und es wurde sich auch gewünscht, dass ich ein Sailor Moon Collection Video mal mache. Das mache ich auch die Woche. Und mal schauen, vielleicht mache ich heute noch das Review, weil heute ist es eigentlich ziemlich ruhig, weil da habe ich auch nicht so viel zu tun im Haushalt. Und ja, genau, das ist mein neuer Tool. Das ist der Tool. Ja, kommentieren, abonnieren, liken und ja, ich habe euch ganz doll lieb und bis zum nächsten Video. Bye, bye.